Das Schuhwerk stimmte schon mal. Sportvolontär Jens Schipper hatte zum ersten Treffen der Ossi-Lobnowitzen nach Jever gebeten. Darunter auch die zwei Lauftrainer Heike und Carsten Piotrowski. Sie sollen die Sportler fit machen. Recht herzlichen Dank dafür, dass ihr euch bereit erklärt habt, das Ganze euch anzutun, sage ich mal. Denn 109 Tage vor der ersten Etappe war klar, Kneifen gilt jetzt nicht mehr. Insgesamt 5 Harlinger und Wochenblattleser haben sich aus 72 Bewerbungen durchgesetzt. Allesamt wollen die 6 Etappen des Laufes zum ersten Mal absolvieren. Am 3. Mai startet die Veranstaltung. Dann wird es heißen, Dörloper, der Weg ist das Ziel.